Murmelbahn bauen, Kaufmannsladen spielen, Bilder ausmalen oder Grundschulaufgaben lösen. Das sind keine Aufgaben für Kinder in diesem Fall, sondern für erwachsene Arbeitslose. Aufgebrummt vom Jobcenter. Immer wieder gibt es Berichte über die scheinbar sinnlosen Inhalte und die schlechte Qualität der Bildungskurse für Hartz-IV-Empfänger. Die Verantwortlichen würden immer von Einzelfällen sprechen. Das tut das Bundesarbeitsministerium, das tun auch dann die Jobcenter, wenn man mit ihnen spricht. Und es gibt viele Expertinnen und Experten, die sagen, das sind keine Einzelfälle, sondern das hat eine Struktur. Für die Kursanbieter ist es ein Milliardengeschäft. Und für die Jobcenter ist es eine Möglichkeit, die Arbeitslosenstatistik zu schönen. Wenn man sich umhört, in der Bevölkerung, bei Expertinnen, bei Erwerbslosen, im Jobcenter, bei den Trägern, alle sagen, Alter, das System ist echt kaputt. Warum sich dann an dem System nichts ändert, genau das hat sich Patrick Stegemann auch gefragt und für ZDF Zoom eine Doku gemacht. Die Idee hinter diesen Kursen ist ja eigentlich recht simpel. Fördern und fordern. Das heißt, die Maßnahmen sollen den Leuten helfen, zurück in den Arbeitsmarkt zu finden. Nur, das Ganze funktioniert nicht so richtig und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Das sind zum Teil katastrophale Zustände in den Kursen. Unsere Dozentin, die kam rein, stellt da vorne was hin mit Pappe und Buntstifte und war in Gruppenarbeiten. Jeder musste dann halt eine Murmelbahn bauen. Was haben Sie da gedacht, als er gesagt wurde, hier bauen Sie mal eine Murmelbahn? Was ich gedacht habe? Ich wäre bald vom Lachen vom Stuhl gefallen. Wie Frau Zechmeister kommen sich viele Menschen fast schon verhöhnt vor. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn sie einen und denselben Kurs mehrfach durchlaufen müssen. Die Kritik an den Bildungsmaßnahmen reißt nicht ab. Ich glaube, es liegt an zwei grundsätzlichen Dingen. Das eine ist Geld und das andere ist Kontrolle. Die Weiterbildungsmaßnahmen wurden mit der Reform vor 14 Jahren privatisiert. Und deswegen müssen die Jobcenter jetzt die Kurse ausschreiben und dann die eingehenden Angebote alle prüfen. Die Jobcenter behandeln sozusagen diese Kurse so, als wären es 100 Bleistifte, die für die Behörde bestellt werden, sehr vereinfacht gesagt. Das heißt, das billigste Angebot entscheidet. Bei Bleistiften ist es nicht so schlimm, weil die gehen einfach kaputt und dann braucht man ein paar mehr. Für die Anbieter bedeutet das, dass sie unter enormem Preisdruck für die Bildungskurse stehen. Diesen Druck geben sie an ihre Mitarbeiter weiter und darunter leidet die Qualität der Kurse. Manchmal hast du was ganz anderes gemacht mit dem Teilnehmer, als du eigentlich dokumentieren solltest. Dann denkst du dir einen Text aus. Ne, also, da sind wir ja Profis drinne. Die Jobcenter kaufen ein festes Kontingent an Plätzen für bestimmte Kurse und prüfen dann lediglich die Dokumentation. Und das auch nur in angekündigten Kontrollen. Wir haben gerade durch unseren Insider bei einem Bildungsträger erfahren, dass eigentlich niemand wirklich die Kontrolle fürchtet. Die gucken gar nicht in die Räume nach dem Personal. Das machen die nicht. Die kommen nur, wollen die Akten haben, lesen die Dokumentation durch. Mehr wollen die gar nicht. Es gibt sozusagen zwei Wirklichkeiten. Eine, die auf Papier steht und eine, die in Klassenräumen stattfindet. Und oftmals haben wir nicht so viel miteinander zu tun. Und die Beschwerden der Erwerbslosen werden selten gehört. Wer nicht an den Kursen teilnimmt, wird sanktioniert und bekommt weniger Geld. Auch das gehört zu fördern und fordern. Und das, obwohl diese Kurzmaßnahmen kaum einen positiven Effekt auf die Chancen am Arbeitsmarkt haben. Dafür, dass diese Maßnahmen so geringe Effekte zeitigen, sind sie trotzdem eigentlich der größte Einzelposten. Also ein Drittel des gesamten Eingliederungsbudgets fließt in diese kurzfristigen Maßnahmen bei Trägern. Denn langfristige Maßnahmen sind teuer und das Ziel von Hartz IV war ja zu sparen. Hinzu kommt, dass die Kurse oft gar nicht auf den Einzelfall zugeschnitten sind. Der Vorwurf? Die Jobcenter kaufen Plätze und füllen dann nach und nach die Reihen, ohne auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Auch um die Statistik zu schönen. Jeder Maßnahmeteilnehmer erscheint nicht in der Arbeitslosenstatistik. Und das sind viele Menschen. Vor gut einem Jahr kritisierte das auch der Bundesrechnungshof. Er sagt, die Vergabe sei nicht zielführend, sondern erfolge planlos. Die Arbeitsagenturen würden jährlich hunderte Millionen Euro verschwenden. Wenn man ernsthaft sich Mühe geben würde und die Maßnahmen auf Sinn und Unsinn abzutasten, ja, würde der größte Teil der Maßnahmen sterben. Viele der Maßnahmen sind Quatsch und die meisten Beteiligten wissen das auch. In der Politik wird darüber diskutiert, warum verändert sich da nichts? Wenn man alle Institutionen fragt, die Angestellten in den Jobcentern, die Geschäftsführer, die BA in Nürnberg, verweisen alle immer auf die nächsthöhere Stufe. Und beim Bundesministerium weiß man aber auch nicht so richtig, warum das eigentlich so ist oder hat zumindest keinen Plan, wie man das verbessern möchte. Dein Film stellt ja die große Frage, ist es das Ende des Milliardengeschäfts? Was ist dein Ergebnis? Also wenn man mit dem Bundesministerium spricht, bekommt man nicht den Eindruck, dass sich da wirklich was verändert. Punkt. Also letztlich ist es natürlich die Frage des Ministeriums und des politischen Willens. Die politische Diskussion ist inzwischen wieder abgeflacht. Vor einem halben Jahr wollte die SPD Hartz IV noch abschaffen. Passiert ist nichts.
Aktuell prüft das Bundesverfassungsgericht, ob Sanktionen bei Hartz IV überhaupt verfassungskonform sind. Je nach Urteil könnte sich das System dadurch grundlegend verändern. Wenn die Sanktionen fallen, womit eigentlich niemand in Gänze rechnet, dann natürlich der Druck der einzelnen Erwerbslosen, in diese Maßnahmen gesteckt zu werden, sinkt. Im Zweifel müssen die Erwerbslosen dann nicht mehr hin. Es bleibt abzuwarten, wie die Richter sich entscheiden. Unter dem aktuellen System leiden jedenfalls fast alle. Die Erwerbslosen, die Steuerzahler und engagierte Mitarbeiter bei den Jobcentern sowie engagierte Kursleiter. Und geholfen ist den wenigsten. Habt ihr selbst auch schon Erfahrungen mit solchen Kursen gemacht? Schreibt uns eure Erfahrungen hier unten in die Kommentare.